Und zwar ihre Leseecke mit einem kleinen Schild in diesem Altroseton gestrichen. Wunderschönen Holzschilder. Hier haben wir ihre Garderobe mit ihren ganzen... Was geht ab, liebes Team Tapia? And welcome back zu einem neuen Video. Für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Jordi, ich bin Mama von 2 Kindern und wohne hier mit meinem Ehemann und meinen 2 Kindern in Hamburg. Und wir sind neulich erst in eine neue Wohnung gezogen und jetzt ist das Kinderzimmer endlich fertig von meiner 4-jährigen Tochter. Und einige von euch hatten sich gewünscht, dass ich mal das Zimmer im Detail zeige. Deswegen gibt es heute für euch die Kinderzimmer Roomtour. Let's go! Power, oh Passion. Und wir starten bei Junas Kaufladen, den sie vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen hat. Vorletztes Jahr war es. Genau, der wird immer noch fleißig bespielt. Sieht nicht immer so schön aus wie jetzt. Wir haben das natürlich präpariert extra für das Video, aber... Genau, aber dass ihr es eben sehen könnt. Hier spielt sie wirklich sehr, sehr gern mit. Hier hat sie einfach noch so Wurst und Käse. Ihre Kasse. Ganz beliebt ist hier auch, dass das wird auch als Handy benutzt. Ding! Hier kann man sogar mit Karte bezahlen. Also das liebt sie tatsächlich sehr. Das ist ihre Spielküche. Die hat sie zum 2. Geburtstag bekommen. Und auch die wird immer noch fleißig bespielt. Und da kocht sie uns diverse Leckereien mit. Und übrigens versteckt sie immer ihre Sachen, ihre Schätze, die Josh nicht haben darf. Ihr kleiner Bruder. Versteckt sie in der Mikrowelle. Mal gucken, was drin ist. Aha, ein Edelstein und ein Vielglückstein. Und das hier, weil Joshi das immer anknabbert. Der hat das schon angeknabbert, ja, so wie es ausschaut. Ja. Aber wunderbar, dass ich es da reinstecke. Das hat sie auch vor einiger Zeit bekommen. Eine Küchenmaschine. Wie nennt sich sowas? Ja, Küchenmaschine. Ne? Rührgerät, ne? Kann man hier so schalten. Dann kann man das so... Und den Spiegel hätten wir mal putzen können, doch. Ach, das sieht keiner. Das sieht keiner. Aber, was sie wirklich sehr, sehr toll findet in ihrem neuen Zimmer, ist dieser Spiegel auf Augenhöhe für sie. Da steht sie wirklich öfter mal davor und fängt auch an, so ein bisschen zu posen und ne. Da in der Ecke haben wir dann einen kleinen Rückzugsort für sie, und zwar ihre Leseecke mit einem kleinen Stühlchen, mit einem kleinen Tischchen. Und da zieht sie sich wirklich des Öfteren zurück und schaut ihre Bücher an, macht ihre Tipptoll-Bücher etc. Würde ich sagen, sogar eine ihrer Lieblingsecken, oder? Tatsächlich, ja. Und dieses Pepper Woods-Plakat, was ihr hier seht, ist aus dem Sticker-Album, welches wir euch wirklich vom Herzen empfehlen können. Das ist so, so schön und bringt so viel Spaß. Ist auch motorisch, für die motorische Entwicklung der Kinder so wertvoll, wenn die lernen, die Sticker selbst zu kleben. Also hier eine große Empfehlung. Dieses Bett hatten wir natürlich schon in der alten Wohnung. Diejenigen von euch, die uns schon seitdem verfolgen, wissen, dass es das gleiche Bett ist, und auch die Betthimmel haben wir mitgenommen. Was aber neu gekommen ist, ist die Wanddekoration. Und zwar haben wir ja wirklich so halb hoch in diesen Altroseton gestrichen und drüber habe ich eben diese Punkte geklebt, und ich finde, das wirkt wirklich sehr, sehr schön in diesem Zimmer. Total. Wenn man das jetzt so vor allem in der Kamera sieht, im Weitwinkel, sieht das richtig schick aus. Und wir haben halt hier nicht nur rosa, sondern die Kombination aus rosa und gelb, und ich finde, das macht das Ganze halt einfach nochmal locker und frisch. Und sie hat sich für dieses Zimmer halt auch Regenbogen gewünscht, Einhörner und so weiter, und das habe ich hier umgesetzt. Das Bett hatten wir, wie gesagt, ja schon damals, aber die Matratze haben wir uns neu gegönnt, denn die Matratze, die wir zuvor hatten, war, wie soll ich es ausdrücken? Die war so dünn, man hat einfach alles im Rücken gespürt. Als Eltern schläft man ab und an mal mit im Bett des Kindes. Ich meine, viele von euch werden uns verstehen. Es gibt Nächte, da müssen wir getrennt schlafen, weil das eine Kind hustet, das andere Kind wird dauernd wach und so weiter und so fort. Bedeutet, wir wollten eine Matratze, wo wir Erwachsenen auch komfortabel drauf liegen können. Und deshalb haben wir uns die Emma 25 Flip Matratze gegönnt. Die ist halt super atmungsaktiv. Ihr habt da zwei verschiedene Härtegrade, also ihr könnt sie flippen, deswegen heißt sie ja Flip, also auf einer Seite ist sie härter und auf der anderen Seite ist sie weicher, damit ihr euch das anpassen könnt. Und sie hat einen Bezug, der halt einfach abnehmbar ist, rundherum abnehmbar, und den könnt ihr einfach in die Waschmaschine stecken, was halt einfach bei Kindermatratzen sowieso super ist, ne? Also wir haben ja bereits in unserem Elternschlafzimmer eine Emma-Matratze und sind damit wirklich sehr zufrieden. Bedeutet, wenn du da draußen im Jahr 24 deinen Schlaf gerne optimieren würdest, dann ist die Emma-Matratze möglicherweise genau das Richtige für dich. Ihr könnt das Ganze 100 Tage Probe schlafen, bedeutet 100 Tage unverbindlich testen. Und bei Emma gibt es gerade bis zu 50% Rabatt. Und mit unserem Code TEAMTAPIA5 gibt es noch 5% on top. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Hier haben wir Junas Spielregal, und zwar sind das zwei IKEA Trofast Regale. Und ich habe hier diese
wunderschönen Holzschilder, die habe ich auf Etsy bestellt. Und da steht dann quasi mit Bildern immer drauf, wo Juna was findet. Bedeutet Playmobil, Krimskrams, Fahrzeuge, ihren Arztkoffer, Puzzlespiele etc. pp. Was halt wirklich sehr, sehr schön ist, weil es nicht nur da steht, sondern sie es auch erkennen kann und somit auch selber aufräumen kann. Klappt nicht immer, aber sie häufig. Ja. Wobei sie ist ja sehr vorbildlich, muss man ja sagen. Ja, ja, wir können uns nicht beschweren. Ja. Hier haben wir ihre Toni-Box mit einem Bruchteil ihrer Toni-Figuren. Sie hätte eigentlich auch noch ein Toni-Regal gehabt, aber in diesem Zimmer haben wir uns entschieden, das nicht aufzuhängen, weil, sind wir mal ehrlich, die Figuren stehen sowieso nie drauf. Ja, die stehen gefühlt überall anders, bloß nicht auf diesem Regal. Ganz genau. Dann auch noch ein bisschen Deko, so ein Rechenschieber hier zum Beispiel. Sie zielt nämlich unglaublich gerne und Josh mag das Ding auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier von Love Every so ein Farbenpuzzle. Das mag sie auch gern. Und hier auch nochmal so ein Rechenpuzzle, wobei uns ein Teil fehlt und ich weiß einfach nicht, wo es hin ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, irgendwo liegt das hier. Das ist nämlich dahinter gefallen. Da habe ich aber schon alles aufgemacht. Das ist irgendwo definitiv. Wenn nicht sogar da drunter oder so. Ich kenne das auch. Naja. Ihre Styler, die sie zu Weihnachten bekommen hat. Ihr Farbenzauber. Einhorn, ne? Braucht man. ihre Eisstation, die ist auch sehr, sehr beliebt immer bei den Kindern. Es wird eigentlich immer Eis. Bei allen Kindern, die hier sind. Ja. Bei allen jedes Kindern. Jedes Kind, was hier war, hat irgendwie damit gespielt, ne? Und natürlich auch noch ihr Playmobilhaus. Das ist auch immer noch fleißig bespielt. Von deiner Schwester hat sie geschenkt bekommen. Von meiner ganzen Familie, glaube ich. Ja? Ne? Ja. War irgendwie so ein Sammelgeschenk-Dings. Da war ja auch noch Zubehör und so. Stimmt. Ich glaube, das war von allen irgendwie. Auf jeden Fall hat sie das schon recht lange und spielt damit echt sehr, sehr gerne. Genau, da dürfen ihre Galoopi-Mermaids drin schlafen, aber natürlich auch die normalen Figuren. Ihre Paw Patrol zieht da ab und an ein und ja, ist auf jeden Fall sehr beliebt. Bei den Postern war das ganz lustig. Da war eigentlich der Bobbis vom Häschen drauf. Ja. Und Mama hatte zwei wunderschön ästhetische Bilder dahin getan, aber nein, was musste eingerahmt werden? Das Mighty Pups Puppet Club Poster. Aber es wäre lieber, das einzurahmen, als es irgendwo an die Wand zu ist auf Papas Mist gewachsen, tatsächlich. Das stimmt. Aber wer hatte bitte nicht in seiner Kindheit so einfach random irgendwelche Poster hängen von Superhelden oder sonstigen Sachen? Echt? Ich hatte keine Poster mehr. Echt? Ich dachte, das nicht. Bei mir war alles voll. Wie auch immer, wir haben uns dann auf diese Zwischenlösung, Kompromiss geeinigt, das einzurahmen. Eine Sache muss ich aber gestehen, ist noch nicht ganz fertig. Und zwar Jodi, so, deswegen drehen wir dieses Video nicht. Nur wegen diesen Vorhängen. Sag, Schatz, come on. Der graue Vorhang passt nicht dazu, aber sie braucht halt Verdunklungsvorhänge. Hier soll eigentlich ein gelber hin oder einer, der halt farblich zumindest zu diesem Zimmer passt. Genau, jetzt haben wir zwei genommen, weil diese Fensterfront einfach so breit ist, dass wir zwei nebeneinander zuziehen können. Genau. Ich find's auch so schick. Ich muss ein bisschen wegkommen von meinem Perfektionismus, deswegen stellt es euch einfach anders vor. Hier haben wir ihre Garderobe mit ihren ganzen Glitzertäschchen und Rucksäcken. Auf die ist sie tatsächlich sehr stolz, muss ich sagen. Ja, ne? Die liebt sie, die Garderobe. Tatsächlich, ja. Und ihr IKEA-Pax-Kleiderschrank, den hatten wir ja auch bereits schon damals in ihrem Zimmer. Der hat ordentlich gelitten jetzt bei den ganzen Nichtsdestotrotz, das war mein allererster eigener Schrank in meiner Wohnung damals. Der ne? ist schon über 7 Jahre alt. Der ist schon gut alt, ja. Der wurde jetzt weiter vererbt an mein Kind. Ja, genau. Also da werden wir auf kurz oder lang irgendwann was Neues brauchen. Der ist aber super. Vorerst funktioniert das noch. Der hat Stauraum ohne Ende. Hier sind noch ihre ganzen Spiele mit drin. Ihre Kleidung. Hier sind ihre ganzen Kleider. Ach, sie hat ein ganzes Fach voll mit Kleidchen und eins nur mit Pullis. Kann man und das machen. Ist nicht alles. Da ist auch noch alles voll und hier ist auch da noch alles voll. Auch noch, ja. Wobei wir hier auch noch Bettwäsche und so weiter lagern. Also genau. Es ist nicht nur Kleidung. Ja, aber wie dem auch sei, erfüllt seinen Zweck und ist, wie ich finde, auch immer noch ganz schön. Und hier haben wir ihre Kommoden, da ist auch noch einfach so ein bisschen Schnickschnack drin. Wie gesagt, ein bisschen Bettwäsche, ihre Strumpfhosen, ihre Socken und so weiter. Einfach mal in so Kommoden reinsteckt. Und hier oben drauf haben wir auch noch ihre Spardose, ihr Freundebuch, ihre geliebten Disney-Bücher, weil da darf Josh nämlich nicht dran kommen. Deswegen stehen die hier oben, weil die halt dünne Blätter haben und Juna sind die heilig, die dürfen nicht zerrissen werden. Deswegen, ja, stehen die hier. Und last but not least, Junas neuer Regenbogenteppich. Sie hat sich ja als Thema Regenbögen und Einhörner gewünscht und ich glaube, das habe ich mit diesem Teppich auf jeden Fall schon mal erfüllt. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was die Kinderzimmer eurer
Kinder für ein Thema haben. Ob ihr auch Regenbogen und Einhörner habt oder vielleicht Dinosaurier, Unterwasserwelt. Da gibt es ja alles Mögliche. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich brauche nämlich auch noch Inspo für Joshs Kinderzimmer, denn das kommt auch noch. Das habe ich ja noch nicht mal wirklich angefangen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Johnny, Jody, Juna und Baby Josh. Und abonniert natürlich den Kanal und liked das Video, wenn es euch gefällt. Also macht's gut.